mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Liebe. Ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Eine auf starker, körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe oder Ähnlichem. So stehen zwei Definitionen im Duden. Ich glaube auch, die meisten haben eine Vorstellung von Liebe. Zumindest dachte ich immer, es gäbe eine konkrete Vorstellung. Filme thematisieren die großen Love Stories. Manche mit viel Drama, manche auch ganz klassisch. Mädchen trifft Junge, sie vielleicht schwer zu haben oder eher der Bad Boy. Vielleicht auch Liebe auf den ersten Blick oder äußere Umstände, die die Liebe verbieten. Es gibt unzählige Szenarien, aber wie fühlt es sich tatsächlich an? So rosarot und überzogen, wie es uns die Filmindustrie vermittelt? Oft habe ich bei Gesprächen dieser Art gesagt bekommen, du merkst es dann schon. Aber was, wenn nicht? Ganz unromantisch betrachtet passiert bei Liebe ja erstmal eine bestimmte Reaktion im Gehirn. Aber ich will jetzt nicht von irgendwelchen Hormonen oder dergleichen anfangen. Verrückt auf jeden Fall, dass es einen oder auch mehrere Menschen gibt, die in uns etwas ganz Besonderes auslösen. Das sage ich bewusst und nicht nur, weil es ganz okay ist, wenn man vielleicht nicht direkt den passenden Partner oder die passende Partnerin gefunden hat, sondern auch, weil es okay ist, wenn man zu mehreren Menschen eine romantische Bindung hat. Solange dies im Einvernehmen stattfindet, wieso nicht? Genauso ist es auch in Ordnung, wenn man gar keine romantischen Gefühle empfinden kann oder auch keinen Bedarf danach hat. Ich könnte hier sicher noch viele Richtungen aufzählen, dafür bin ich aber nicht genug im Thema drin. Worum es mir einfach geht, egal wie oder wen du liebst, es gibt da kein richtig oder falsch. Für dich muss es okay sein, beziehungsweise musst du damit okay sein. Und bei Liebe muss es ja auch gar nicht immer um romantische Liebe zu einer Partnerin oder einem Partner gehen. Es kann auch die Liebe zu Familienmitgliedern und Freunden sein. Ja, sicher auch Tieren. Generell kann es nicht schaden, anderen mit Liebe zu begegnen. Einfach Nächstenliebe. Denn wo wäre das Problem, einfach ein bisschen netter zu sein und auf unsere Mitmenschen zu achten? Richtig. Es gibt keins. Wenn alle ein bisschen herzlicher wären, dann wäre die Welt sicher ein noch schönerer Ort. Ich habe mich oft gefragt, wie sich Liebe anfühlt, beziehungsweise habe ich mich gefragt, was das ist, was ich fühle. Ich will damit nicht sagen, dass ich keine positiven Gefühle empfinde, sondern eher habe ich mich gefragt, ob diese so sind, dass sie als Liebe gelten würden. Wenn ich es jetzt so sage, klingt es schon irgendwo dumm. Aber Definitionen von anderen, die Konfrontation damit durch Medien, haben mich manchmal fragen lassen, ob ich irgendwas falsch mache. Aber nur weil ich anderen vielleicht nicht in super überschwänglich sagen oder zeigen kann, was sie mir bedeuten, muss es ja nicht weniger wert sein. Generell geht es hierbei nicht um einen Leitfaden, bei dem ich Schritte A bis E erfüllen muss, um zum richtigen Ergebnis zu gelangen. Du musst dich auch nicht wie vom Blitz getroffen fühlen. Du legst letzten Endes einfach fest, was es für dich bedeutet. Liebe, denke ich, ist etwas, das erst mit der Zeit entsteht und wächst. Für mich hat es viel mit Vertrauen, Wertschätzung, ja auch Vergebung und Geduld zu tun. Diese Liste kann natürlich noch viel länger sein, aber ich denke, das sprengt den Rahmen. Solche Gefühle im Umgang mit anderen zu spüren, ist, finde ich, etwas sehr, sehr Schönes. Sei es einerseits zu merken, dass du jemand anderem wichtig bist, weil man sich um dich sorgt, man dir zuhört und gerne Zeit mit dir verbringt und du dich ernst genommen fühlst. Aber eben auch, dass dir Menschen so wichtig sind, dass du gerne etwas für sie machst, mit ihnen machst, für sie da bist. Und das eben auch, wenn es mal nicht so läuft und ihr wisst, was ihr aneinander habt. Ich denke, daran wachsen wir. Natürlich ist Liebe auch nicht immer fair, man kann sie nicht erklären und ich glaube, manchmal müssen wir es vermutlich auch einfach hinnehmen. Aber ich denke, irgendeine Liebe gibt es immer. Wir müssen einfach offen sein, sie auch sehen zu wollen. Letzten Endes kann man auch Begebenheiten und Tätigkeiten lieben, wenn zum Beispiel das Wetter gut ist
Musik zu machen, zu tanzen. All diese Dinge, die etwas mit uns machen, ja, uns sicherlich irgendwie glücklich stimmen, sind gut. Und ich hoffe, dass jeder von euch so etwas für sich hat. Sicherlich gibt es auch Momente, in denen wir dafür besser oder schlechter empfänglich sind. Aber letzten Endes hält die Welt sicher mehr Gutes für uns bereit, als wir manchmal glauben. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Cécile.